Neben dem Schlosscafé und gegenüber vom Amtsgericht auf dem Welfenschloss in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Urbo, befindet sich das hiesige Museum, in dem man viel über die Region, das Schloss, das Wappen vom Schloss erfahren kann. Also es gibt dort auch eine ständige Ausstellung von Blankwaffen, weil Herzberg früher wohl auch eine Waffenschmiede für das Königshaus Hannover gewesen ist. Das ist also sehr interessant. Ich empfehle den Besuch. Wenn man in Herzberg ist, sollte man den Weg zum Schloss hinauf wagen, um sich weiter zu informieren. Es ist ja immer sehr interessant zu wissen, in was für einer Gegend man sich aufhält. Damit es keine Irritationen gibt, zeige ich hier auch nochmal das Informationsschild vom Museum Schloss Herzberg. Da gibt es nämlich unterschiedliche Öffnungszeiten je nach Halbjahr. Montags und Dienstag ist geschlossen und Führungen gibt es auf Anfragen, die ich empfehlen würde, 05521 4790. Im Hintergrund sieht man die sonnenbeschienene Fachwerkfassade des Innenhofes des Schlosses als Reflexion auf dem Schild. Und hier ist halt auch noch zu erwähnen, dass das Museum über eine Treppe zu erreichen ist. Das ist also nicht geeignet für Rollstuhlfahrer. Da benötigt man also massiv Hilfe, wenn man hier raufkommen möchte. Das ist halt eine typische Situation hier im ansonsten malerischen und sehr schönen Innenhof des Schlosses von Herzberg bei historischen Gebäuden. Unser schöner Turm des Schlosses ist leider noch verhüllt. Dort gäbe es auch einiges zu entdecken an Verzierungen, die im Übrigen die gesamte Innenseite des Fachwerkschlosses schmücken. Und ein Blickfang sind auch noch die Regenrinnen, die man ganz oben am Dach erstehen kann. Das sind nämlich Drachenköpfe, die das Regenwasser vom Dach noch ein klein wenig weiter wegleiten, damit die Feuchtigkeit das Fachwerkschloss nicht beeinträchtigt. Ein sehr schönes Motiv, wenn man das im Profil fotografieren möchte. Und hier wird gerade sehr viel renoviert und instand gesetzt. Deswegen sind halt auch Handwerker hier im Augenblick gerade zugegen und arbeiten. Ich empfehle einfach, man muss da den Weg zum Schloss einfach wagen, dass man sich mal einen Nachmittag Zeit nimmt, geht schön ins Museum, vielleicht auch noch in das Café, welches sich hier befindet, und man informiert sich über die Stadt und die Region. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren, und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.